Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Shadows Die Twice! Entschuldigung. Alter, warum konnte ich ihn nicht finishen? Das ist Bullshit, Mann. Das ist Bullshit. Der hätte gefinished sein müssen. Und du springst halt auf den einen, was macht der andere? Er kickt dich mit seiner scheiß Bazooka weg. Oh, ich krieg trotzdem Schaden, oder? Nee. Was? Ach, da oben steht ja noch einer. Oh mein Gott, hab ich gerade verkackt, Alter. Stirbst du jetzt endlich, mein Bruder? Ah Mist, ich habe noch nie meine Ashina-Technik gegen einen Feind benutzt, fällt mir gerade auf. Okay, und ich habe keine Ahnung, was ich gerade falsch gemacht habe. Oh Junge, Alter. Ja, ich bin tot, Alter. Ich habe noch ein HP. Über mir ist noch ein Gegner, ich weiß. Hä? Hebt es doch auf, Mann. So. Einmal kann ich mich noch voll heilen mit den Kühlchen. Der hat gerade die Animation angefangen und dann einfach abgebrochen. Und ich weiß nicht, wieso. Einfach vergessen, dass ich existiere. Nice. Bester Mann. So. Also Kugeln parieren funktioniert. Besser wäre es allerdings, wenn man sie zurückstoßen könnte. Zurückwerfen, also zurücklenken. Wäre zwar noch unrealistischer, als dass man mit einem kleinen Katana Bazookas abwehrt, aber es würde ganz schön was bringen. Bei der Pfeile halt auch deswegen so schlecht war. Leute, ich dachte gerade, das war eine echte Stange. weil es halt zwei waren. Oh lol. Zwei gleichzeitig sind schon sehr nervig, weil die dich zurückstoßen, die unterbrechen ihre Angriffe nicht, wenn du sie angreifst und so. Sie rollen sich weg wie ich. Freddy Krüger? So wie der aussieht, kann man sich nicht an den anschleichen. Das ist eher der Typ, der sich an dich anschleicht. Muss ich gegen den kämpfen? Tausendfüßer-Giraffe? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck is your fucking problem, man? Alter Schwede, alter Schwede. Der hält ja gar nicht mal die Luft an. Holy shit, Alter. Warm. Mitten in die Cojones. Ach, lass mich doch aus meiner Kürbisflasche trinken, Alter. Oh, ich Idiot. Mann! Der Ashina-Schwertkampfstil ist halt komplett nutzlos. Weil, wenn ich probiere, ihn einzusetzen, muss mein Charakter stehen bleiben und darf anscheinend auch keinen Schaden bekommen, weil das alles den Kampfstil abbricht. Also gegen einen starken Gegner ist es komplett nutzlos. Außer wenn er weit von dir entfernt steht vielleicht. Und es macht nicht mal so viel Schaden. Wie es machen sollte, meiner Meinung nach. Junge, funktioniert mein Rechtsklick nicht oder was? Warum blockst du nicht, du Arschgesicht? Ja, toll.
Also parieren ist auch nicht die beste Möglichkeit gegen den, der ist einfach nur saunervig. Also man muss ein gutes Timing haben bei Maschinenkampfstil. Holy shit, Alter! Oh, Alter, er hat's geblockt. Mein stärksten Angriff. Jetzt hat er meins wieder abgebrochen. Okay. Okay. Nice, die Finish-Animation versaut. Mr. Spieleentwickler. Naja, der war ja mal übel nervig, der Typ. Aber gut. Ja, ich halte mich auf jeden Fall nochmal voll, würde ich sagen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Hier war ja eine Statue. So, Rusten. Schon wieder zwei Gebetsperlen. Not bad. Die sind echt heftig. Also wenn du davon mal... Also legit, deine Lebensanzeige ist ja dann bald so lang wie der halbe Bildschirm unten. Wenn du davon mal ein paar hast. Verschlossen. Was? Was? Ich habe gerade extra den Gegner hier besiegt. Und schaut euch die Wand an, Alter. Die besteht halt aus Holz und ist halt halb zerstört. Da kannst du einfach... Das kannst du halt einfach... Selbst mit der Faust könnte das kaputt schlagen. So ein halb eingestürztes Ding hier. Hier unten geht's auch nicht durch, oder wie, oder was? Ja, das sieht natürlich nicht gut aus. Na dann. Dann habe ich den umsonst. Dann habe ich den Gegner komplett umsonst besiegt. Ist das, was ihr mir ja gerade sagen wollt? Weil da unten ging's ja auch nicht weiter. Wow. Naja, immerhin eine Gebetsperle bekommen. Ach Mist, die leben jetzt ja wieder. No way. Oh, schmerzt das nach. Ich hau ab. Ich mache einen Abgang. Oh. So. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Gute Frage. Da bin ich vorhin hoch. Aber ist ja eh der einzige Weg hier. Wait, what? Shit. Ach komm. Alter, was war das denn bitte? Wer hat jetzt einfach komplett random auf mich geschossen? Was? Ach so. Lol. Ach, das sind Fallen, Alter. Oh mein Gott. Junge, was ist das für eine nervige Scheiße, Alter? What the fuck? Ah, komm. Vor allem, warum explodiert das nur, wenn ich draufsteige und nicht der? Oh, er hat mal daneben geschossen. Er hat einen Fehler gemacht? He? Mr. Super Duper Perfect? How's it even possible, man? Ich verstehe nicht, was ist der Sinn von dem hier oben? Also ja, hier war ein Item und das war's? Dann geht's doch innen drin unten weiter. Das ist das, wo die anderen beiden Bazooka-Dudes stehen.
Dann geht's wohl doch da unten weiter. Aber das würde keinen Sinn ergeben. Da ist ja nichts. Oder habe ich hier was übersehen? Aber allein schon, wie das hier aussieht, das sieht einfach aus, als wäre da nichts mehr programmiert worden. Nee. Oder doch? Da oben ist ein Item. Hä? Aber wie sollen wir denn da hochkommen? Soll ich mal vorwärts springen? Aber das ist so nah, also es müsste eigentlich jetzt schon angezeigt werden, wenn man da hochgrabben könnte. Oh, Tatsache, da ist noch was. Ja, und das funktioniert nicht. Ah. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wie man da dann hinkommt. Vor allem, wo das ist überhaupt. Sehr halb aus der Map raus. Aber vielleicht muss man hier auch irgendwas finden, einfach nur. Oder irgendwas machen. Es ist halt so lächerlich. Die Tür ist jetzt nicht mal, da ist nicht mal eine Kette oder so. Er könnte sie einfach aufschieben. Ah. Gefällt mir jetzt nicht so. Dass der Schlüssel hier irgendwo liegt, ist auch eher unwahrscheinlich, schätze ich mal. Komisch. Und da rechts, das irritiert mich jetzt halt noch mehr. Ich hätte gesagt, hier, also allein schon wie räudig das da unten aussieht halt so. Hätte ich halt gesagt, ja okay, hier gab es halt noch ein paar Geisterembleme, die bringen uns jetzt nicht viel, Chidi McChida. Und ja, und dann, aber dann ist hier oben plötzlich was, dann ist da plötzlich was, aber du kommst da nicht hin. So, hä? Aber die entwickeln ja nichts, wo man da nicht hinkommt. Das würde keinen Sinn ergeben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hier unten geht's nicht weiter. Und das heißt, wir müssen irgendwo anders hin. Das heißt, ich muss jetzt so ziemlich jeden Gegner hier ausschalten, damit wir in Ruhe erkunden können, weil sonst übersieht man natürlich leichter, was, wenn man die ganze Zeit noch im Wegrennen ist. Aber die meisten müssten jetzt eigentlich eh dead sein. Der da rechts draußen lebt natürlich noch. Mein Lieblingsfreund. Warte, wenn ich Glück habe, kann ich den jetzt einfach abstechen. Aber mal, der lebt nicht mehr. Ach, das war vorhin der, der zu mir gelaufen ist, ne? Ach. Alter, ich krieg halt einen halben Herzinfarkt bei der Scheiße, Mann. Was soll das? Na gut, der kann nix. So. Warum sollte man da auf diesen Ast gehen? Was ist da? Will ich das rausfinden? Ah, das ist... Ah, so. Da waren wir auch schon. Das ist unter dem Eingang. Ja. Nope. Dann hier ist das mit dem Holz. Da waren wir die ganze Zeit schon. Da oben ist das, wo nur das Item lag und sonst gar nichts war. Weil das ist eine riesige Statue. Das fällt mir jetzt auf. Genau, hier ist nichts. Hier kann man auch nicht hochklettern und nichts machen. Nicht grappeln. Ja, okay, hä? Ich muss irgendwas übersehen haben. Oh. Na gut, aber es sieht auch nur aus, als wären es auch noch Items zum Looten. Oh Leute, da stand ein Dude. Na ja, wobei, vielleicht... Nope. Hier ist auch nichts. Nö. Ist ja weird. Also ich meine, ich will es nicht sagen, ich habe alles perfekt geregelt und so.
Alter, hier kann man halt runterfallen. Alter, häng dich halt einfach an die Kante, Mann. Da steht drück E. Ich drück E und es passiert einfach nichts, Mann. Das macht mich manchmal so wahnsinnig, ey. Das ist unglaublich. Vor allem doppelt E drücken ist nicht mal schlimm. Weil bei nochmal E drücken zieht er sich ja direkt hoch. Shift ist er fallen lassen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum E-Spam nichts bringt, gefühlt. Tja, da sind meine Ermittlerfähigkeiten mal wieder nicht ausreichend. Hier hoch kann man noch gehen. Da waren wir noch nicht, aber... Nee, kann man doch nicht. Wobei, doch kann man, never mind. Aber ich wüsste jetzt nicht, was hier oben sein sollte. Ja, ein Item. Von da sind wir gekommen. Und dann geht's da nur rein, ja? Jesus, Mate. Das kann ja nicht wahr sein. Und ich habe auch alle Gegner... Jetzt habe ich alle Gegner auch besiegt. Und es liegt nirgendwo ein Schlüssel oder sowas rum. Wobei ein Schlüssel keinen Sinn ergeben wird, weil das eine Holztür ist, die man legit mit einem Schwert kaputt schlagen könnte. Hier die Items habe ich aufgehoben. Ich habe den Dude besiegt. Den... Es ergibt halt auch so wenig Sinn, weil wenn es da nicht weitergehen würde, warum war dann da ein Boss? Oder ein Zwischenboss? Es ergibt ja keinen Sinn. Aber mal sowas von überhaupt nicht. Nee. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. No, no way. No way, hier ist ein Geheimgang gewesen. Ich habe ihn nicht gesehen. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott, hier. Das ist aber echt unscheinbar. Wow. What? Damn it. Ah. Soll ich den Sprung nicht verkacken? Oder die Sprünge, whatever. Hier ist wieder irgendwo so ein giftiger Leguan. Oh! Ja, oder 5. Holy shit, was? Da rechts ist noch einer. What the fuck, wie viele sind es? Da ist noch einer. Alter. Stell dir vor, die hätten uns erwischt, ey. Jesus Christ, ich wollte schon sagen, ich hoffe, hier gibt es keine Spinnen in dem Game. Aber die Leguane sind ja legit gefährlich, ja. Die Frage ist nur, was uns das jetzt schon wieder bringt, weil jetzt sind wir ja schon wieder in der Sackgasse angekommen. Das kann ja nicht wahr sein. Ich bin der König der Sackgassen. Oder geht's hier noch weiter? Ach so, ne, Moment, von da oben sind wir nicht. Oder? Ne, von wo sind wir? Ah, okay. Never mind. Ich dachte gerade, von hier sind wir gekommen. My bad. Sind wir nicht? Nein. Alter. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum die mich nicht angreifen. Ich stehe legit die ganze Zeit vor denen und wow. Das sind noch mehr von denen.
Die sind nur nicht so stark wie der andere. Okay. Was eine Gebetsperle? Einfach so? Krank. Fuck. Nee, von hier sind wir... Nee, von hier sind wir gekommen. Ich sag's doch, Alter, ich bin Sackgassen-Styler. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Da hoch? Von hier sind wir doch safe gekommen, oder nicht? Das ist echt gefährlich mit den Sprüngen. Aber hier ist das, was wir vorhin gesehen haben, glaube ich. Ja. No. No way. Ich bin den ganzen Weg zurückgegangen. Wait, what? Ah. Ja. Jetzt sind wir wieder hier. What the fuck? Was ist das für ein Bullcrap? Vielleicht geht jetzt die Tür auf. Einfach mal probieren. Jesus Christ, man. Der Tempel geht mir echt auf die Nerven. Aber es gibt hier zwei Wege. Den und den. Das hier ist eine Sackgasse, wo ich nicht verstehe, warum es die dann überhaupt gibt, weil der Weg ist... zu lang für eine Sackgasse, sag ich mal. Und wenn er sich auf den Boden robben würde, würde er da locker durchkommen. Never mind. Ich habe gerade noch einen dritten. Oh. Ich bin retarded. Ja, wir sind noch nie zurückgelaufen, deswegen wusste ich nicht, wie der Weg nach hinten aussieht. Ja. Nee, das ist der eine und das hier ist der andere. Und da... Moment, wo geht's hier hin? Ach so, das ist das. Ach so, okay. Das ist quasi direkt am Anfang schon. Genau. Da geht's nicht weiter. Und hier waren wir gerade. Das ist das, wo wir gerade die ganzen Dudes besiegt haben. Also irgendwas übersehe ich auf jeden Fall. Ich bin gerade irgendwie, ich habe gerade die richtige Blockade, habe ich gerade. Es sieht halt auch alles gleich aus, das ist halt auch so scheiße. Was war das hier gleich wieder? Von hier sind wir gerade gekommen, ne? Ah, nein, das war der Gang mit den vielen Dingern. Wo auch wieder nur ein Item liegt. So sinnlos. Hier waren halt, keine Ahnung, 20 von diesen Deguanen, die halt ein Item bewacht haben. Vielleicht hier? Aber hier, na, hier ist, na, da geht's ja wieder nach unten. Na. Boah. Mann. Das triggert mich gerade richtig, Alter. Jetzt sind wir wieder im Main-Raum. Boah, das ist echt so ein Bullshit. Ich bin mir sicher, wir waren jetzt überall. Aber nicht 100% sicher. Vielleicht geht's noch höher.
Aber ich wüsste auch nicht, wo. Na, ich fahre immer wieder auf den gleichen Scheiß rein. Ich denke immer, hier ist der neue Weg und dann ist das nur da unten, wo die Leichen liegen. Und das ist das. Nee. Was anderes gibt's nicht. Da geht's nicht weiter. Das, wo die Leichen liegen. Da kommen wir zurück. Jesus Christ, ey, das kann doch nicht wahr sein. Es muss irgendwas geben, wo es hier weitergeht. Vielleicht da vorne? Ach, schon wieder drauf reingefallen. Ja, keine Ahnung, also ich weiß es wirklich nicht. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge und schau mal, ob ich was irgendwie rausfinde. Nochmal neu starten quasi hier. Und bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein und ciao, ciao.